Eine enge Kurve, geradeaus, Steigung, Kette und weiter geht's. Und weiter geht's. So, dann könnten wir schon mal anfangen mit Kette bergab gibt's auch. Ist natürlich nicht nötig. Drehen. Achso, jetzt können wir ja eine gedrehte Kurve fahren. Machen wir eine kleine Spirale draus. Dann geht's geradeaus und gerade. Und da würde ich fast große Halbschleife. Warum kriege ich die nicht hin? Ah, ich glaube, ich weiß warum. Eine Schleife, ob das? Von der Höhe her müsste es theoretisch gehen. Ja, genau, ich mache eine große Halbschleife draus. Oh Mann. Das wäre es ja. So, und die Testwagen können auch schon fahren. Mir interessiert es ja nicht, ob ich baue. Na, komme ich natürlich nach unten gedreht, nach unten wieder raus. Wird es wieder gerade. So. Könnte ich denn jetzt? Naja, ich werde wahrscheinlich nicht. So, dann. Gut, das schafft er. So, dann brauche ich aber keine Kette fürs Erste. Von der Höhe her passt das. Jetzt will ich mal sehen, ob das funktioniert. Dann würde ich da nämlich noch einen Bogen mit den auslaufenden Bogen draus machen. Ansonsten muss ich ihn eins weiter runter machen, also den mittelsteile Steigung mit Kette. So. Und vielleicht funktioniert's schwungmäßig. Haut's hin. Weil wenn ich jetzt den hier anbaue. Stimmt, was ist denn jetzt los? Jetzt geht das erst. Okay, das. Oder man kann es ja ausprobieren. Ich baue noch einen, baue den dann krumm und mit Kette. Komm schon, wieso muss er das immer zurücksetzen, wenn ich gerade am Bauen bin? Das ergibt doch keinen Sinn. Das ergibt doch keinen Sinn. Kann ich jetzt nicht. Wenn ich jetzt weiterbaue. Jetzt muss ich warten. Ich dachte, es wird funktionieren, dass der immer durchfährt. Komische Sache. Also es war, glaube ich, mal eine Zeit lang so, da konnte man wirklich dann, während der gefahren ist, weiterbauen und löschen, wie man wollte. Dann ist er nicht immer von selbst wieder von vorne anfangen. So. Liftgeschwindigkeit erhöhen. Ich mache einen Keks, dass er so lang dauert. Geringere Reibung. Und ja. Sehr schön. Es funktioniert, es funktioniert. Oh, nicht genug Geld für die Aktion. Ah, da sieht man mal, das hier sind
damit habe ich jetzt, was waren das? 4, 6, nein, wie viel tausend habe ich damit verbaut? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, genug, würde ich sagen. Sieht es eigentlich hier geldmäßig aus? Ich dachte, ich wäre so groß. 7000 habe ich ausgegeben, nur für die Achterbahn. Inverted Coaster wurde beschädigt. Was? Wenn ich nicht im Bauen drin bin und er fährt eine Testfahrt, dann fliegen die Wagen hier raus. Hoffentlich geht dabei keiner drauf. So, das ist normale Geschwindigkeit. Das ist schon schnell. Ah, Glück gehabt, dass dabei keiner gestorben ist. Die Objekte bei Root Beer 1 sind zu teuer. Parkinspektor, ja, schön. Ich brauche aber andere Meinungen als deine. Was? Geht. Baumelnde Beine. Oh, Scheibenkleister. Oh, Scheibenkleister. So. Attraktion. Mechaniker rufen. So, VIP. Der müsste ja immer noch dastehen, ja. Okay, ich bin weg, was? Oh, Glück gehabt, okay. Glück gehabt, dass hier weitergegangen ist, sonst wäre es echt doof geworden. Was sind eigentlich die Gedanken hierzu? Beine nicht leisten. Hasim C. Oh. Oh, da muss ich tatsächlich dann hier ein. Stell dich vor. Hier in die Ecke vor, baumelnde Beine stelle ich einen Geldautomaten. Dann kann sich das auch jeder leisten. Jetzt habe ich nur den doofen VIP verloren. Ah, Moment, den kriege ich ja hier rüber. Ah, da ist sie dabei. Als Kind. Aus Geldautomat gezogen. Null. Ist da der VIP drin? Info. Naja, wenigstens sitzt sie jetzt drin und fährt. Ja, das ist schon kurz und heftig. Hier vor allem, wenn es regnet. Oh. Okay. Schade, aber. Wie buchstabiert man das? Ich
Magring. Schön nach Hause. So, aber ich müsste sie eigentlich beeindruckt haben. Da bleibt mein Bauversuch wohl. Unbeendet. Ein neues Bahndesign ist verfügbar. Ich hätte vielleicht daraus ein bisschen mehr machen sollen. Ja, definitiv. Ich hätte daraus ein bisschen mehr machen sollen. Da kannst du jetzt hier eigentlich noch einen Schwung und noch einen Schwung dranhängen. Das erhöht dann ziemlich den Übelkeitswert. Naja, gut. Jetzt sehe ich gerade auf meinem Timer und da steht, ich habe fast eine Stunde gebraucht, um den VIP zu überreden, in die Achterbahn reinzustiefeln, die schon von Anfang an da stand. Merkwürdig. Naja, gut. Ist halt jetzt so. Wie sehen die Finanzen aus? 900, 1000 plus mit 700 Einnahmen, also ca. 400. Uiuiui. Naja, gut. So, damit wäre dieser Park beendet. Gewonnen. Ich meine, jetzt könnte ich noch weiterspielen, aber wieso? Es ist doch schon alles fertig und bei dem geringen Platz macht es auch nicht so zwingend Spaß zu spielen. Von daher, sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Ciao.